Voodoo. Für mich ja das absolute Okkult-Globuli, aber für manche tatsächlich echt wahr. Mit wirklich gruseligen Puppen, mit Totenköpfen, mit Hasenpfoten, mit dunkler Magie und Dingen wie... Die Drecksau wird zum Liebhaber für 11.900 Euro. Und ja, da kommen wir in diesem Video zu, muss ich aber ein bisschen ausholen. Und damit hallo, ich bin's wieder, euer kosmischer Bereiniger des Chaos aus dem Internet. Ne, was ist das Erste, woran ihr denkt, wenn ihr Voodoo hört? Verflucht mich mal in den Kommentaren. Dann wiederum verflucht mich doch bitte einfach nicht. Ich werde mit euch, die Kommentare sind jetzt schon voll mit popkulturellen Emo-Emoji-Kram, der aber eigentlich mit dem echten Voodoo gar nichts zu tun hat. Ich denke an meinen Mathelehrer. Alles begann im Jahre irgendwann vor Christus, als das Volk der Yoruba auf die Nok-Kultur am Nil traf und endet heutzutage mit Dingen wie dem Goodbye-Mobbing-Zauber für 5.000 Euro. Ach, du wirst in der Schule oder im Beruf gemobbt? Ja, kein Ding, Alter, gib mir 5.000 Euro. Und ich mobb dich auch noch, oder was? Die Yoruba haben denen jedenfalls friedlich und freundlich ihre Religion mitgebracht. Also fast friedlich, denn man hat sich im religiösen Zentrum niedergelassen und von da aus wurden dann alle weiteren Landstriche mit oder mit mehr Gewalt konvertiert. Bei den Yoruba geht es um eine einheitliche Welt, bestehend aus der Geisterwelt und unserer Welt zusammen in einem Topf. Also wortwörtlich in einem Topf. So, ne? Da gibt es dann über 200 Loas. Das sind die Geister, die für jeglichen Zauberkram verantwortlich sind. Und dann gibt es aber noch die eigenen Fanfic-Geister jeder einzelnen Familie. Also die haben sich so genau genommen, da konnte jeder ein bisschen was dazu dichten. Und es lief gut, das lief schön. Aber wie immer, wenn es eigentlich ganz okay läuft, kam dann der weiße Mann und hat alles kaputt gemacht. Wirklich jede finale Staffel jeder Zivilisation beginnt mit dem Satz, hallo, möchten Sie Fortschritt? Und zack, weg waren die Azteken. Und abgesehen von der Sklaverei hat der weiße Mann, wie eigentlich auch immer, die Religion ordentlich verchristelt. Wirklich, wie immer, ohne Scheiß. Guckt euch mal nordische Mythologie an. Mehr als die Hälfte ist für Historiker absolut useless, weil da irgendein Jesus-Otaku seine Bibel-Fanfiction zu Odin und Ragnarök gedichtet hat. Aber darum geht's heute nicht. Zurück zu den Sklaven! Diese Menschen wurden nach Westindien verfrachtet. Wo Westindien liegt, fragst du? Natürlich im Norden von Mittelamerika. 14.000 Kilometer weit entfernt von Indien. Gute Arbeit, Kolumbus, mein matschgesichtiger Freund. Ich würde gerne nachträglich noch den Bizeps piercen. Santa Maria ist damals mit einer verfluchten Version von Apple Maps geschippert. Also mit der normalen Version von Apple Maps. Und angekommen in Haiti vermischten sich dann alle möglichen Religionen der Sklaven und so wurde dann der moderne Voodoo geboren. Worum geht's? Tierschädel, Zombies, Liebeszauber? Nö. Kern des Voodoos waren zwar alle möglichen Geister, aller möglichen Beweggründe und wie könnte es auch anders sein, Jesus. Wichtig ist aber, dass eigentlich nur positive Sachen wie Heilung, Reichtum und Liebe zum Voodoo gehören und unsere so bekannte schwarze Magie da unten und Westindien zur Linken mega verpönt ist. Getanzt wird da, um in einer Trance mit den Geistern den Loa zu verschmelzen. Hm, immer noch besser als das Vaterunser. Aber warte mal, ist es nicht Tokyo Drift? Und hier kommen wir dann noch langsam zu dem Ursprung unserer etwas weirden Vorstellung von Voodoo. Bei uns sind Besessene jetzt nicht erstmal so positiv behaftet und meistens vom Teufel, irgendwelchen Dämonen, Roblox oder der Rothschild-Familie heimgesucht. Und entsprechend gruselig kommt uns das dann vor, wenn irgendjemand auf einer Rave-Party mal die Spinne macht. Im echten Voodoo ist es aber mega geil, wenn sich irgendeine magische Zauberwolke in deinem Frontlappen einnistet und zu twerken anfängt. Die sehen aus wie so Pylone, die tanzen, das ist großartig. Aber genau durch diese Art ist es dann bei uns dazu gekommen, dass Voodoo eben als böse oder dämonisch angesehen wird. Das Okkulte, Hölle, keine Ahnung, Chucky die Mörderpuppe, Fluch der Karibik, küsst den Frosch, you name it. Böse Omas, die dich nur durchs Anschauen verfluchen und irgendwelche Voodoo-Puppen als Fernbedienung für Menschen basteln. Ja, Deutsch mochte ich auch nicht. Und wieder daraus ist dann der Next Level Müll, die Rebecca Wings und Co. entstanden. Wie zum Beispiel er hier. Ah! 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 2500 Jahre Kultur. Und das ist unsere westliche Interpretation. Ready? 3, 2, 1. Ah! Okay, das ist witzig, ja? Das muss ich auch mal probieren. Allerdings muss ich sagen, dass der wahre Voodoo von Kanälen wie Jester oder Rebecca Bin erst in den Kommentaren losgeht. Jester, why are you would do that to your friend? How did you got your DNA? This is thank you so very, very well. So scary, Graf! Nick Simmons, turned into a vampire, that's pretty scary! Und das ist die Generation, die mit dem Klimawandel leben muss, ja? Die brauchen doch gar nicht auf den steigenden Meeresspiegel warten, oder die ertrinken an ihrer eigenen Sabber. Das Böse am Voodoo ist also hauptsächlich das, was der Otto-Normal-Scammer europäisch Bleichgesichtsherkunft daraus macht. Und ja, ich weiß, der Typ ist Kanadier, aber für mich sind das immer noch Kolonial-Angelsachsen, okay? Die Zuschauer glauben, dass sich da ein erwachsener Mann mit Kamera am Türrahmen versteckt. Nicht hinter der Tür, nicht hinter dem Türrahmen, am Türrahmen.
Und da fiebern Leute echt mit, Alter. Sag mal, war ich zu schlau als Kind? Ne, wenn ich schon Probleme in der Schule war, wo wird sowas untergebracht? Alter, die musst du doch mit zu den Batterien werfen. Solche Gehirne sind so gefährlich wie die normalen Sondermüll. Ja, okay, wir sind hier wieder nur am Kinder am Bashen und deren winzigen Schrumpfhirne haben ja wenigstens noch die Chance auf Weiterentwicklung, wie so ein kleines hässliches Pokémon, was noch größer werden kann. Also so schlimm ist es nicht. Doch, es ist sehr schlimm. Ich weiß nicht, was ich hier gerade gesehen habe. Challenge, this series in general is like... What's going on? Ich enthalte mich, Alter. Wer weiß, wer gerade eine Malte-Puppe in der Hand hat. Malte Daki Makuras. Wirklich, also was geht in dem Clip ab? Are you choking? Are you choking? Wie dick war der Faden, dass er das so heftig wegblurren musste? Hat er seine Gulli-Puppe da mit einem fucking Tau an die Decke gezogen? Alter, man weiß es nicht, ne? Die Schärfe spiegelt das Schauspiel wieder. Undurchschaubar. Endlich hat deine Suche nach Style ein Ende. Opera GX, der Gaming-Browser, der wirklich alle Wünsche erfüllt. Klick jetzt auf den ersten Link in der Videobeschreibung oder im angepinnten Kommentar und hol dir deinen neuen Lieblingsbrowser. Was das schicke Ding zu bieten hat? Na, eine Menge. Eine Sidebar-Integration für alle gängigen Messenger, damit du während des Browsers auch noch mit Mutti über WhatsApp und gleichzeitig mit einem alten Freund über, keine Ahnung, Facebook schreiben kannst. Und natürlich die animierten Wallpaper. Google Chrome Extensions, die ihr bereits kennt und lieben gelernt habt, sind mit Opera GX natürlich kompatibel. Ihr müsst also auf nichts verzichten und bekommt sogar noch spezielle Opera Extensions aus dem Store. Aber seien wir mal ehrlich, unterwegs Browser man auf dem Handy. Dafür gibt's ja GX Mobile mit vielen kostenlosen Games und immer den neuesten Gaming News. Dank Flow-Feature können Dateien, Links und vieles mehr zwischen Desktop und Handy geteilt werden. Besonders cool, der GX Cleaner, der mit einem Klick die Performance eures Browsers boostet und natürlich der integrierte VPN for free. Du willst doch bestimmt nicht, dass jemand deine alten Klassenfahrtfotos aus der 7. Klasse sieht, ne? Was du jetzt tun musst, auf den ersten Link in der Videobeschreibung klicken und Opera GX kostenlos downloaden. That's it. Gönn dir! Ich weiß auch nicht, was ich zum restlichen Kanal sagen soll, ne? Ich weiß nicht, was mich mehr erschreckt. Seine Obsession mit 3 Uhr morgens, dass er Geld mit dem Kanal macht oder dass ich laut ihm nie wieder ein Happy Meal essen darf. Aber das hier ist um Längen noch nicht das Schlimmste, was aus einer afrikanischen Religion und dem Maskottchen für Emus und Zauberheiler wurde. Voodoo ist nämlich nicht nur ein Geldsegen für absolut untalentierte, Holzfällerhemd tragende Hampelmänner. Wait a minute. Sondern anscheinend auch für anonyme, absolut unmenschliche Geldwäscher nach dem Motto von Erwachsenen für Erwachsene. An diesem Punkt möchte ich nochmal betonen, dass ich offiziell Journalist bin und ich stehe laut Ausweis auf einer Stufe mit den Leuten im Außendienst. Und damit herzlich willkommen bei Das Böse im Netz. Ich habe einen Journalistenausweis, just saying. Ich bin Journalist gerade. Es gibt tausende dieser Websites, auf denen Voodoo-Zauber und Flüche gegen Geld angeboten werden. Ja, das ist quasi das Darknet, wenn du das Licht anmachst. Aber bei Das Böse im Netz gibt es aber natürlich nicht nur das passende schwarze Magie-Etui für 800 Euro und Totenkopfmotiv, sondern natürlich auch spirituelle Dienstleistungen von Schwarzmagie-Großmeisterin Gro Mambo Marilla. Und nein, diesen Namen habe ich mir nicht ausgedacht, ne? Das war vermutlich der Typ, der im Impressum für geschätzt 200 dieser Websites verantwortlich ist und auf seinem Twitter-Account andauernd nur Stockfotos von irgendwelchen hübschen Frauen samt diesen Websites teilt. Ich sag's mal so, dein Twitter verrät viel über dich, mein Freund. Und hier als Leseprobe für alle, die meiner Audible-Karriere entgegenfiebern, ein kleines Exzerpt. Verliebt in einen Hurenbock. Sich von einem Hurenbock zu trennen ist fast unmöglich, denn sich seiner Begierde zu entziehen erfordert Willenskraft ein Leben lang. Durch die Kraft schwarzer Magie hast du die Chance, den Hurenbock zu bändigen. Nutze Marillas Kraft und lass sie das Ritual für dich ausüben. Es wird dich zur Nummer 1 bei ihm machen und alle Nebenbuhler auslöschen. Beim heiligen Voodoo-Jesus, Alter. Ich weiß ja nicht, was die Frau mir da aufzaubert, aber bei 17 fucking 1000 Euro hoffe ich doch sehr, dass mir deine allzeit bereite spektrale Pumpgum zum Auslöschen hinterherfliegt. Und hör mal gut her hier, Gromambo Marilla. Für 17.000 Euro will ich das Ritual vielleicht lieber selber machen, ne? Kann ja nicht sein, dass du meinen Hurenbock für mich anritualst. Und warum wird wer jetzt überhaupt als Hurenbock beleidigt? Vielleicht bin ich mit der Mahnung alleine, aber ich würde jetzt nicht 17.000 Euro auf den Tisch legen, nur damit irgendjemand von der nahezu heiligen Gro Mambo Number 5 Barilla beleidigt wird. Das klingt wie eine Pasta mit zu großem Ego. Es gibt Leute mit wenig Selbstwertgefühl, aber wer würde 17.000 Euro dafür ausgeben, Alter? Und dann habe ich natürlich den Chat von Gro Mambo Marilla gesehen. Und da schreibt wirklich ein Mensch. Also nicht so eine komische Telekom-Hilf-mir-Chatbot-Tante. Nee, nee. Mensch. Ich habe also wahrheitsgemäß geschrieben, ich habe momentan Probleme mit meinem Mann. Er ist abweisend, schnell sauer und versteht mich einfach nicht mehr. Und ihre Antwort war einfach, dann wird er verflucht sein. Also klar, logisch, ne, gibt keine andere Erklärung. Dann wiederum, vielleicht hat er auch einfach den Sorry-Ich-Lieb-Dich-Zauber bei wem anders gebucht. Der kostet 1499 Euro mehr, wenn man gay ist. Was soll das, Alter? Ein kurzer Disclaimer, bitte harass jetzt die Stockfotofrau nicht. Ne, jeder kann ja glauben, was er möchte. Und jeder kann auch scammen, solange er nicht gegen deutsches Recht verstößt. Ne, ich bin hier nicht die Justiz, wir kennen die Rechtslage nicht. Aber ein Mensch, der sich freiwillig Gro Mamba Haribo Marilla nennt und auf Facebook so eine Scheiße teilt, muss nach allen Regeln der Kunst verflucht sein. Die widerspricht den Facebook-AGBs. Auf Facebook? Stell dir vor, du bist in der Sahara und sagst einfach, Wüste, nein, danke. Leben gerettet.
Mit dieser Erklärung gebe ich Facebook bekannt, dass es strengstens verboten ist, zu kopieren, zu verteilen oder sonstige Maßnahmen gegen mich aufgrund dieses Profils und oder seines Inhalts vorzugehen. Mit anderen Worten, die Stockfoto-Frau hat Angst, von Facebook geblockt zu werden. Ne, ansonsten gibt es da noch Zauber für alles Mögliche auf ihrer Seite runtergebrochen, ist aber alles nur eins. Gib mir Geld und ich verkaufe dir gute Worte mit Placebo. Herzlichen Glückwunsch, jetzt bist du nicht nur depressiv, sondern auch noch arm. Und das Ganze refinanziert sich wahrscheinlich, weil sich eine einzige traurige Seele sich, keine Ahnung, lieber aus Dreck für 40.000 Euro kauft. Lieber aus Dreck geformt. Meine Eltern, als sie mich zeugten. Halt, stopp! Ich brauche deine Hilfe! Klick dich unten in der Beschreibung mal zu meinem Twitch-Kanal. Denn da werden wir heute Abend live aus einem Set, was wir gerade eben erst gebaut haben, streamen. Und da könnt ihr alles Mögliche über den Chat fernsteuern. Also das Licht. Man kann den fucking Tisch drehen. Man kann Geräusche machen, die uns nerven und so weiter und so fort. Und das Ganze müssen wir testen. Ist keine Werbung, ist nicht verkauft. Also, wenn ihr Bock habt, mich einfach so zu unterstützen und uns zu helfen, Twitch ist unten irgendwo verlinkt. Wow! Und die Partnerrückführung der Extraklasse ist in Deutschland strengstens verboten. Warum? Weil man da ein Blutopfer tätigen muss. Und dafür muss man nach Afrika. Ach so, dann ist das bestimmt egal, das so in Deutschland zu verkaufen. Warum kann sowas existieren? Und da gibt es auch so Puppen und die kosten deutlich mehr als meine 18 Euro Amazon-Voodoo-Puppe. Und ich bin mir sicher, dass sie nicht mehr können und spirituell weniger aufgeladen sind. Der Hass vom DHL-Boden ist stark in ihr. 24-Stunden-Lieferung, Leute. Ich weiß gar nicht, was das mit Menschen macht. Ich meine, gut, es gibt auch Muskelreflextherapie und man kann Geld damit machen. Aber auf der einen Seite glaubt, woran ihr wollt. Aber auf der anderen Seite finde ich es aber nicht gut, wenn aus Verzweiflung so viel Geld geprügelt wird. Aber naja, zum Glück sind diese 40.000 Euro ja nur eine Ausnahme. Und der Rest ist bezahlbar und kostet nur so 2.000, 16.000. Die will da 100.000 Euro für! Arschloch. Get the fuck.